So, wir befinden uns in der Kirche mit einer tollen Atmosphäre hier. Und schauen uns jetzt an, was uns da vorne am Altar erwartet. Schweine. Sieht nach einem Mechanismus aus. Es ist ja alles auf dieses, auf Schwein als neue Gottheit aufgebaut. Bär. Oh, eine Note. Vater Jeremias Tagebuch, 1. Oktober 1890. Früher musste ich die Erlösung selbst in ihr Leben bringen, heute aber strömen sie von selbst zu uns. Die Wärme im Winter und dem vom Mandus ausgegebenen Essen zum Dank ist meine Kirche jetzt voll und meine Gemeinde gerettet. Er ist mitten unter ihnen und sie huldigen ihm fast schon fast. Er gestattet ihnen nicht, in seine Fabriken zu arbeiten, behauptet, dass seine Arbeiter für die neuen Maschine speziell ausgebildet worden seien und dass es unvertraulich, nein skrupellos wäre, solch wertvolle Leben wie die er hier sieht, aufs Spiel zu setzen. Seit Mexiko ist er ein veränderter Mann. Man kann nur lobend erwähnen, wie er angesichts einer solchen Tragödie von seinem Krankenbett aus, an das er oft gefesselt ist, eine der größten und gütigsten Wohltätigkeitsorganisationen in ganz London führt. Er ist nicht damit zufrieden, das dominierende Nahrungsmittelunternehmen Englands zu werden. Nein, er verteilt seinen guten Willen, seine Nahrung an die Armen, die sich in Dankbarkeit um sein Königreich versammeln. Lockt er also mit... Oder ich? Bin's ich? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Mit Nahrung die Leute, damit sie dann zu solchen Wesen werden? Für mich klingt das jetzt so und wäre auch eine logische Erklärung. Zur Sicherheit. Fürchterliche Maschine. Der Motor startet, die Flammen werden geschürt. In den Wänden kann ich Dampf hören und die Luft selbst vibriert. Mein Herz kommt ins Stocken, da ich den Hebel ziehen und die Mechanismen dieses düsseren Apparats freilegen werde. Aber meine Kinder rufen mich und ich kann sie nicht im Stich lassen. Auf geht's. Was zum Teufel? Ein Höllenportal. Ich habe anscheinend keine andere Wahl und so steige ich hinab. Gott möge meiner Seele gnädig sein. Wenn dies mein Irrenanstalt ist und ich den Matthäus geben soll, so werde ich diesen Mantel zum Wohle meiner Jungs tragen und mich den Schrecken stellen, die unterhalb des Altars liegen. Was ist das hier nur? Gefangen in der Dunkelheit.
Listen, Papa. Hold the egg to your ear. You can hear the sea. Es ist hier. Und eine Note. Die letzten Gedanken. Was ist das für eine Exhumierung? Welch Flickwerk von Körperteilen. Ich bezweifle jemals gefunden zu werden und dennoch hinterlasse ich hier dir dies. Ich glitze es im überreichenden Halbdunkel, während meine Folterer unter mir herumschlurft und meine Mitgefangenen der Dämmerung klagen und quieken. Ich warte. Hier warte ich, bis ein Klopfen an meinen Käfig mein Schicksal besiegelt, wenn endlich ich an der Reihe bin, diese finstere Reise das ins Innere anzutreten. Wow. Wow. Okay. Jetzt wird es anscheinend hier wirklich ernst. Ich denke, es ist nur noch eine Frage der Zeit. Oh nein. Geschafft. Und nun zum Schüren. Die Arbeiter singen bei der Arbeit. Sie singen beim Essen, sie singen auf der Toilette. Eigentlich singen sie immer. Wenn man sein Ohr an den Boden legt, kann man sie immer noch hören.
Gut. Das war ja bestimmt noch nicht alles. Ist das jetzt wieder so eine... Nein, dieses Mal ist es leer und wir sind wieder draußen. Eine... Ich kann es ja noch einmal sagen, eine... Tolle Atmosphäre, wo auch immer jetzt diese Fässer gekommen sind. Always the water and the sparks of the embers of the wheels. It's too bony. It's too damn bony. Mandus Company Meat Processing Factory. Die Mandus Processing Company. Meine Seele schaudert, ob das Gesehenen, aber wenigstens habe ich den Hauptteil der Fabrik erreicht. Nach vorne nun und dann nach unten. Ich muss diese Überschwemmung finden und das Wasser beseitigen. Wie Moses werde ich das Wasser teilen und meine kleinen Lieblinge aus seiner widerwärtigen Wiege nehmen. Ziemlich alles auf die Bibel hier bezogen. Ist da hinten noch was? Aber ich bezweifle es. Mal, sieht nicht so aus. Dann gehen wir hinein. Was steht hier? Kein Werkzugang für Fremde. Anmeldung beim Pförtnerhaus. So schauen Eingänge in eine Fabrik aus? Das bezweifle ich. Ja, wir kommen tiefer. Wir kommen tiefer. These men, Professor, these so-called men of vision, they would shackle the masses to a wheel and turn it till their backs break. All for that opiate, the lure of profit. These fools who lackey them, these priests, these officials, this government. They make pigs of us all. But what solution, my dear man? How to break a cycle? You cannot simply remove the promise of a better world for these unfortunates. In the workhouses, in the orphanages, the belief in heaven is surely the only succor one can find. We do not need to wait. We can bring forth paradise now. We can speed the passion. With only a small sacrifice, we can hold the apocalypse. With just a small sacrifice, we can free our shackles and deliver them to paradise now. Ja, die sind alle ziemlich verrückt, möchte ich sagen. Sonst gibt es hier nichts. Gut, das bedeutet, wir müssen hinabsteigen in das Dunkle. Und das werden wir in der nächsten Folge von Amnesia, A Machine for Pigs machen. Bis dahin.